Ich freue mich nun von euch über Bewirtschaftung und Digitalisierung zu lernen. Beginnen wir gleich mit der ersten Frage. Was ist die größte Innovation, die die Bewirtschaftung in letzter Zeit gesehen hat? Ich möchte vielleicht bei dir anfangen, Oliver, als jemand, der dies schon lange kennt. Ja, vielen Dank. Ich denke, die Cloud mit ihrer Infrastruktur klingt einfach, aber hat natürlich enorme Vorteile gebracht. Einerseits die Sicherheit, andererseits die Geschwindigkeit, die unglaublichen Datenbestände, die dahinter sind, die Möglichkeit, Software as a Service sich zunutze zu machen oder eben auch Infrastruktur as a Service. Und die zweite Innovation, obwohl sie nicht ganz neu ist, aber so klar jetzt strukturiert, ist das Thema der Nachhaltigkeit. Schilber, als Technologielieferant, klar, natürlich, deine eigene Lösung. Aber was denkst du, ist die größte Innovation, die wir erleben oder die wir erlebt haben und erleben durften? Also ich bin kürzlich bei einer Liegenschaft von uns und habe gesehen, wie ein 78-jähriger Mieter den QR-Code gescannt hat im Treppenhaus, ein Ticket erstellt hat und eine Schadenmeldung online eingereicht hat. Und das zeigt eigentlich, wie die digitalen Tools auch bei älteren Leuten genutzt werden und Zusammenarbeit zwischen Vermieter und Mieter vereinfachen. Ich sage, du bist noch nicht 78, du kennst dich aber trotzdem sehr gut aus mit Mietwohnungen, du bist langjähriger Mieter und du hast nun gerade Schilbers Idealbild gehört, ja, eine ältere Person, die sich komplett digital bewegen kann. Was ist für dich als Mieter die größte Errungenschaft, die die Digitalisierung hervorgebracht hat? Ja, für mich ist das ganz klar die Interaktion mit der Verwaltung über eine App. Also früher, wenn ich zurückdenke, wie das vor 10, 15 Jahren war, wo man eigentlich das Telefon in die Hand genommen hat oder einen Brief schreiben musste, irgendwann kam das E-Mail, ist das natürlich für mich sehr, sehr ein großer Komfortgewinn. Ich kann dazu auch ein gutes Beispiel geben. Bei mir ist vor 2 Wochen die Waschmaschine kaputt gegangen. Das hieße für mich früher anrufen, warten, bis jemand abnimmt. Heute ging das eine Sache von 5 Minuten, Fehlermeldung, Seriennummer und der Rest hat seinen Lauf genommen. Ich sehe hier eben auch starke Parallelen zu anderen Industrien, beispielsweise der Flugindustrie, wo wir früher sehr viel zusammen mit dem Airline-Personal gemacht haben und heute machen wir eigentlich alles selbst. Also wir arbeiten eigentlich für die Airline-Industrie, kann man sagen, wenn wir in die Ferien gehen. Und die Bewirtschaftung oder die Digitalisierung der Bewirtschaftung hat schon sehr viele Vorteile. Und gleich die Frage an dich aus der Sicht der Bewirtschaftung, Oliver. Was sind denn die größten Vorteile, die ihr im Alltag spürt? Wo kommt Digitalisierung, wo kommt Innovation wirklich zum Tragen? Ja, wir denken natürlich zuerst mal aus Sicht der Kundinnen und Kunden, also eben der Mieterinnen und Mieter. Wir möchten Ihnen das Leben primär mal vereinfachen und dort eine End-to-End gute Customer Journey digital herbeiführen. Das hat den großen Vorteil, dass man unter anderem 7x24 Stunden mit uns interagieren kann. Das ist ja traditionellerweise im Filialkonzept, was man früher hatte, immer noch besteht übrigens, war das so gang und gäbe. Und dann ist eben um 5 Uhr ist dann Schluss. Und wenn du Pech hast beim Telefon, kommst du vielleicht am Abend auch nicht durch. Die Effizienzen für uns einerseits sind natürlich, dass man viele administrativ repetitive Tätigkeiten digitalisieren und automatisieren kann. Das ist sicher ein großer Vorteil. Das heißt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und das betrifft übrigens nicht nur die Bewirtschafterinnen oder Bewirtschafter, sondern das kann auch in der Buchhaltung, in der Finanzwesen, Rechnungswesen sein, können sich Zeit freischaufeln für andere Tätigkeiten. Jetzt an der Bewirtschaftungsfront natürlich insbesondere für das Beziehungsmanagement zu den Kundinnen und Kunden, weil nicht alles geht heute digital. Eine Wohnungsübergabe musst du noch physisch machen, aber das heißt, man hat dann einfach mehr Zeit. Also das sicher sind ein paar der größeren Errungenschaften. Wenn wir zu dir gehen, Schilber, du willst diese Errungenschaften ja gerade lösen, oder? Du als Technologielieferant, ihr macht das möglich. Was ist für dich oder was ist der größte Vorteil einer Software wie Golden Key, einer Lösung wie Golden Key, die ihr der etablierten Immobilienbranche oder auch den Nutzen übergeben könnt? Also ich habe 14 Jahre Immobilienverwaltung gemacht und ich habe mein ganzes Schweißblut in die Software gesteckt, damit viele Verwaltungen nicht mehr durch die Probleme gehen und eine Lösung dargestellt für die Leute, dass sie wirklich können entweder mehr Umsatz machen, Mitarbeiteranzahl, also das Wachstum in der Firma
oder eine bessere Dienstleistung bringen. Das ist jedem gegeben, aber ich habe einfach mein ganzes Wissen in den Prozess hineingetan. Oliver sagt, dass das Leben der Mieter erleichtert werden soll durch Lösungen, durch Digitalisierung. Siehst du das auch so, Issan? Ja, absolut. Oliver hat das gut gesagt. Die Filiale schließt um 5 und jetzt durch die Digitalisierung hat man die Möglichkeit, in 24 Stunden Kontakt mit der Wincasa aufzunehmen. Und bei vielen Sachen, also das sind ja repetitive Sachen, wenn man mit der Verwaltung Kontakt aufnehmen soll, also es ist ja selten, was passieren kann, zum Beispiel irgendwas geht kaputt oder man hat einen kleinen Schaden. Und das sind nicht zeitkritische Sachen. Und wenn man da während der Arbeitszeit am Tag durch anrufen muss, das ist dann nicht nur für die Wincasa ein Aufwand, das ist auch für mich persönlich ein Aufwand, ein Zeitaufwand. Und die Zeitersparnis und dass man das halt zu einer beliebigen Zeit machen kann, ist natürlich ein sehr, sehr großer Nutzen für mich als Mieter. Bewirtschaftung typischerweise eine Arbeit, die aus Sicht des Eigentümers ja gerne mal an den Bewirtschafter abgeschoben wird. Ihr wart vorher bei der SPS, jetzt ist die Wincasa eure, die Implenia, eure neue Mutter, Oliver. Was ist aus Sicht des Eigentümers, der ja doch auch involviert ist in die Bewirtschaftung, weil die Renditen der eigenen Wohnungen aus den Verhältnissen kommen, was sind die größten Vorteile für den Eigentümer von Wohnungen? Genau, eben wenn wir von Eigentümer sprechen, müssen wir jetzt definieren, wir sprechen von unseren Eigentümerkunden. Also bei uns sind das hauptsächlich institutionelle und Firmenkunden. Nicht jetzt die Eigentümerschaft der Wincasa, das wäre dann eben Implenia als Aktionärin. Die interessiert es natürlich auch, was wir machen in der Bewirtschaftung. Aber ja, für die also Immobilieneigentümerinnen und Immobilieneigentümer ist sicher wichtig, dass wir einerseits sehr gute, konsistente und eigentlich 24 Stunden verfügbare Daten in Form von Reportings oder Data Cubes zur Verfügung stellen können. Das natürlich über eine digitale Plattform idealerweise. Und das andere sind, dass die Workflows, wir haben ja sehr viele Interaktionen, auch mit den Asset Managern, da gibt es immer wieder Anfragen, es gibt Anträge, es gibt Themen wie Unterhaltsanträge etc., dass diese Workflows sehr einfach und sehr automatisiert, digitalisiert eben funktionieren. Und das erleichtert die Zusammenarbeit, das erhöht den Speed, auch in der Zusammenarbeit mit den Eigentümern. Und wenn man es jetzt wieder end-to-end denkt, kommt eine Anfrage rein, die der Bewirtschafter vielleicht nicht beantworten kann. Es braucht eine Rückfrage bei der Eigentümerschaft. Wenn man diesen Prozess natürlich vollautomatisiert mit Workflows durchdigitalisieren kann, dann braucht es eben die Interaktion des Bewirtschafters nicht mehr unbedingt, sondern das kann dann ausgelöst oder freigegeben werden, vielleicht auch durch eine Asset Managerin oder einen Asset Manager, was ihm wieder zugute kommt. Also auch die Mieterschaft profitiert natürlich, wenn wir auf der Seite zu den Immobilieneigentümern hier sehr viel an Effizienzen schaffen können. Und es wäre ja eigentlich nicht so schwierig, oder Gilbert, was wir im Vorgespräch auch schon gesagt, Golden Key ist eigentlich sehr benutzerfreundlich, also für die Bewirtschaftung, oder? Was denkst du, die Herausforderungen, die jetzt existieren, gerade wenn ein etabliertes Portfolio auf eure Lösung trifft. Wie hört sich das an? Was hörst du für Gründe, wieso jemand sagt, nein, das brauche ich nicht? Also wir haben die wenigsten Probleme bei unserem Produkt, bei unserer Software, sondern das Problem schaut von früher an. Und zwar ist das beim Mindset bei den Leuten. Den Leuten ist nicht bewusst, wie sie jeden Tag Geld verbrennen. Oder wenn man es positiv aussprechen will, wie viel Potenzial Digitalisierung bringt. Und wegen dem sind wir auch so präsent im Internet, um den Leuten das wirklich klar machen und zu verdeutlichen. Oliver Schilber hat gesagt, Geld verbrennen, oder? 250.000 Wohnungen, wenn ihr da nicht digital denkt oder effizient denkt, da wird viel Geld verbrannt. Was sind für dich die größten Herausforderungen aus Bewirtschaftungssicht, die anstehen, wenn man sich digitalisieren möchte? Ich glaube, man muss da schon unterscheiden, was ist eigentlich das Dienstleistungsprofil und die Positionierung einer Immobilienbewirtschaftungsfirma. Ich sage jetzt mal, es gibt die Kategorien der Kleinen, die vielleicht eher mit Privatinvestoren zu tun haben. Es gibt die Mittelgroßen, die versuchen vielleicht in beiden Feldern, private und institutionelle, zu spielen. Und unsere Firma, die hat sich klar positioniert auf dem Feld der Institutionellen. Und dort haben wir es einfach mit Vollprofis zu tun, die praktisch alle
sehr stark reguliert sind. Also entweder von der SIX, von der Oberaufsichtskommission, von der FINMA etc. Das heißt, Sie selbst haben extrem hohe Anforderungen, auch in Bezug auf Compliance, auf Prozesswesen, auf Sicherheit etc. Und das müssen wir sicherstellen können, einerseits durch digitale Lösungen oder die Informatik per se und andererseits natürlich auch durch sehr kontrollierte Abläufe. Wir fahren ja eine Omnichannel-Strategie und das ist dann schon die nächste große Herausforderung. Wir müssen über verschiedene Kanäle erreichbar sein. Filialen, E-Mail, Telefonie oder eben auch die digitale Lösung. Und diese Lösungen müssen all diesen Anforderungen auch Rechnung tragen, die wiederum auf der Seite der Anleger, der institutionellen Investoren natürlich gefordert werden, weil diese wiederum haben auch Anleger, wir haben Mieter, wir können nicht einfach Mieterdaten im Ausland irgendwo platzieren in einer Cloud, da verletzen wir schon das Datenschutzgesetz. Also es gibt sehr viele Herausforderungen auf dieser Ebene. Die andere Sicht ist natürlich, du hast vom Mindset gesprochen, ja, wenn man in diese Digitalisierungsrichtung gehen will, dann muss man alle Stakeholders mitnehmen. Bei uns intern 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht noch, als wir begonnen haben, noch nie mit solchen Tools gearbeitet haben. Wir haben Lieferanten, wir haben Eigentümer, wir haben Mieter. Also dieses ganze Ökosystem auf die Reise mitzubewegen, ist eine weitere große Herausforderung. Ebenfalls etwas, was ihr auch macht, Schilber, oder? Und zwar nicht im Großen, also vielleicht dann eher auch im Kleinen, mit kleinen Unternehmen. Was kommen dort für Vorteile oder was kommen dort für Herausforderungen? Was löst ihr für Probleme der Kleinen? Also ich habe ein sehr gutes Beispiel. Und zwar letzte Woche war ich auf SRF eine Reportage gesehen, wie eine Immobilienverwaltung im Kanton Zug eine Wohnung ausgeschrieben hat und der Verwalter hat nachher 170 E-Mails gehabt. Wahrscheinlich muss er die manuell abarbeiten. Und dort geben wir der Verwaltung eine Chance, oder nicht nur wir, auch andere, dass das nicht manuell passieren muss, sondern dass dort Automatisierungen kommen, dass die Interessenten wissen, okay, so komme ich an die Besichtigung, oder die schon an der Besichtigung gesehen sind, so komme ich zu meiner Bewerbung, und das natürlich über den digitalen Weg. Und wenn man das manuell machen muss, wahrscheinlich hat die Verwaltung nicht mal allen geantwortet. Also es geht um Geschwindigkeit, es geht um Effizienz, es geht auch um Kundenzufriedenheit. Schlussendlich ist dann aus deiner Sicht, wenn du zurückdenkst an die Anfänge der Bewirtschaftung, wo du Telefon abgenommen hast, E-Mail geschrieben, vielleicht sogar noch Brief noch zuvor, ja, möchtest du wieder zurück oder denkst du, dass wir hier in der Zukunft sind? Nein, ich möchte auch definitiv nicht zurück, ja. Hier ist auch die Frage, wann brauche ich überhaupt das Telefon? Ja, da muss man sich auch die Frage stellen, wann welches Medium genutzt wird. Für die 0815-Probleme eben halt, wie die Waschmaschine defekt ist, da ist mein Interesse, dass das zeitnah behoben wird. Wann genau, das ist nicht so kritisch, aber einfach, dass das behoben wird. Und da bietet die App eine gute Möglichkeit. Das Telefon ist dann notwendig, wenn es wirklich ein Notfall ist. Also beispielsweise irgendwie, ich komme nicht mehr nach Hause, Schlüssel ist defekt, ich komme nicht in die Wohnung, Wasserrohrbruch, irgendwie sowas, da was schnell geben muss, da ist Telefon wichtig. Aber zurück, nein, sicher nicht. Das ist doch eine schöne Aussage. Jetzt, Innovation heißt auch immer kaufen oder erstellen. Wir haben 425 PropTechs davon. Ein guter Teil ist im Rental-Bereich. Ihr seid auch in diesem Bereich. Andere tun dies ebenfalls. Man kann aber Innovation auch selber erstellen. Man kann sie machen auch, oder? Und wir haben die Frage im Vorabpanel auch diskutiert. Oliver, Make or Buy Innovation, was denkst du, was macht ihr? Oder wie vertraut ihr? Also wir machen heute beides. Wir hatten sehr lange eine relativ stark ausgeprägte Make-Strategie. Das Problem in unserer Industrie ist aber, dass es ja die allübergreifende tolle Software für alle Prozesse eben gar nicht gibt. Das heißt, wir sind gezwungen, uns mal Gedanken zu machen, wie soll eigentlich so eine Softwarearchitektur aussehen? Wie können wir Prozesse nachhaltig eben über verschiedene Tools gut abdecken? Und da gibt es ein Kernsystem und dann gibt es viele Umsysteme und die müssen alle miteinander kommunizieren können. Schon das alleine ist eine gewisse Herausforderung. Wir fahren seit etwa 5 Jahren die Strategie, dass wir, wenn immer möglich, Standards kaufen, wenn es notwendig ist, diese zu customizen und danach vor allem diese integrieren. Wir haben hierzu einen Integration Hub geschaffen, das sagt natürlich allen hier im Saal etwas, was es viel einfacher macht, um nicht eben jedes Tool, das man reintut oder wieder rausnimmt, speziell mit allen anderen Tools verbinden zu müssen. Also wir haben uns da auch beholfen über wirklich State-of-the-Art Strategien und Infrastrukturen.
Aber wie gesagt, wir machen heute eigentlich eher Buy, Customize und Integration. Was heißt dann für euch der Lead of Market, also der Market Leader? Ist das die Größe oder sind das die Anzahl Personen, die Etabliertheit? Wie wählt ihr das aus? Du meinst jetzt die Software selbst? Ja, also wir suchen da natürlich schon die Market Leaders. Wir suchen reife Produkte idealerweise, das ist klar, weil eben wir haben Standardprozesse, wir haben Masse, die zu bewältigen ist. Da kann man gar nicht zu viele Experimente wagen. Deswegen idealerweise sind es etablierte Standardprodukte, die können aus dem Immobiliensektor sein, können aber auch mal aus einer anderen Branche sein. Aber dort schon etabliert, als Beispiel jetzt bei uns die Lieferantenplattform. Ich sage jetzt den Namen nicht, aber eine etablierte Plattform, die eigentlich im Versicherungsbereich sehr stark in der Schadensabwicklung etabliert war. Und wir haben das übernommen, weil das Beschwerdemanagement eben sehr ähnlich funktioniert wie ein Schadenfall. Und dort hat man natürlich gesehen, okay, das ist etabliert, das kann man zu einem vernünftigen Preis auch betreiben und wir können es relativ schnell bei uns integrieren. Also es sind Funktionalität oder ich sage mal Maturität, Funktionalität, Preis natürlich und zwar nicht nur der Kaufpreis, Implementierung, sondern auch die nachhaltigen Lizenzen spielen auch eine Rolle. Das sind so die wichtigsten Auswahlkriterien. Schilber, ihr seid Fan von Buy-Situationen, denn dann könnt ihr mit eurer Lösung Erfolg haben. Was benötigt es denn, wenn ich jetzt mit euch zusammenarbeiten möchte? Ist das kompliziert oder muss ich meine komplette IT-Infrastruktur umstellen? Was heißt das für mich als kleiner regionaler Bewirtschafter? Überhaupt nicht. Die Gedanken haben wir auch durchgemacht, weil wir die Probleme früher auch hatten. Oh, ich will eine Software, oh, viel Aufwand. Oder viele Leute wollen eine Software kaufen, ähnlich wie ein Auto. Und zwar, man kauft das Auto und will losfahren. Das ist auch unsere Philosophie. Und leider ist es halt oft so, dass es eben nicht so ist. Wegen dem haben die Leute auch keine Lust, eine Software zu kaufen. Die sind offen. Aber wir sind die Gedanken durchgegangen. Und wegen dem ist bei uns die Implementierung sehr einfach. Also wir sind ein Tool, dass wir schauen immer zuerst, wie bist du aufgestellt. Aber wir sind sehr einfach, um als Add-on hinzuzufügen. Weil egal, ob es jetzt das Mieterportal ist, wo nur ein QR-Code muss aufgehängt werden oder in der Vermarktung, wo die Wohnung so oder so ausschreiben muss, sind wir schnell einsetzbar. Viele PropTechs, die fokussieren sich ja anfänglich und dann werden sie größer und nehmen neue Bereiche auf. Also sie werden zu Allrounder, kann man sagen. Am Anfang sind aber sehr viele fokussiert auf einen Teilbereich der Lösung. Das macht dir die Arbeit natürlich nicht unbedingt einfacher, Oliver, oder? Was denkst du, was ist der Way to go für ein PropTech oder auch für mehrere PropTechs in dem Bereich Rental und Bewirtschaftung? Ja, ich habe ja viele Anfragen. Mittlerweile haben wir Digitalleiter und Leiterinnen bei uns in der Firma. Da kann ich dann das jeweils delegieren. Aber ich hatte lange viele PropTechs, die mich jeden Tag angegangen haben, gesagt, ich habe jetzt die super Lösung. Und wir haben uns viel angesehen vor 4, 5, 6 Jahren. Und es ist halt schon so, bis du mal allumfassend die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden abdecken kannst, das ist eine Gewaltaufgabe, die wird unterschätzt. Deswegen glaube ich, und habe ich auch jetzt beobachtet, ist es schon richtig, entweder man konzentriert sich auf kleinere Verwaltungen, wo man das ganze Spektrum abdecken kann, der Bedürfnisse dieser kleineren, oder man geht in einen kleinen Teil der Wertschöpfung und dort wird man wirklich spitze. Und das, glaube ich, haben einige Firmen in der Schweiz oder auch aus dem Ausland geschafft. Das, denke ich, ist auch inspirierend für uns alle, die hier in diesem Saal sitzen. Das ist schon gut und das spornt uns natürlich auch an, entweder mal mit so jemandem zusammenzuarbeiten, eine Kooperation einzugehen oder eben wir selbst dann halt uns besser weiterzuentwickeln. Aber die rundum absolute Zufriedenheitslösung, also Allround-Lösung in unserem Bereich mit der Komplexität gibt es leider nicht. Ich nehme an, für dich als Mieter auch nicht unbedingt einfach, wenn du 10 verschiedene Apps auf deinem Telefon bewirtschaften musst, damit du einen Schadenfall melden kannst, oder? Also ich nehme an, bei dir geht es in eine ähnliche Richtung. Genau, ja, das ist bei der Wincasa heute noch nicht so. Also muss es so sagen, man kann natürlich an einem Ort einen Schaden oder was man hat melden, aber sobald natürlich externe Lieferanten dazu sind, Handwerker, gibt es natürlich einen Medienbruch. Und da wäre natürlich mein Traum, dass es so eine One-Stop-Lösung gibt, dass man alles in einer App natürlich machen kann und dann natürlich sehen kann, wie steht es um den Handwerker, der jetzt zu mir nach Hause kommen muss.
Ich glaube, die Ziele sind gesetzt, die Erwartungen sind definiert. Schilber, wie seid ihr gestartet? Habt ihr auch diese Spezialisierung gewählt oder seid ihr direkt mit einer Allrounder-Vision reingegangen? Nein, überhaupt nicht. Also, wir haben zuerst das Ticketing, also die Schaden. Also wir haben geschaut, wo hat die Verwaltung den grössten Aufwand. Und dann haben wir gesehen, das ist beim Ticketing, also bei Mietermeldungen, weil dort gibt es viele Nachfragen und so weiter. Und dann haben wir angefangen mit dem Ticketing-System, dass die Mieter wirklich einmal ihre Anliegen auf einem Weg der Verwaltung können einreichen, dass es platziert ist. Und so sind wir weitergegangen und haben geschaut, okay, das nächste Wichtige ist, leere Wohnungen können zu vermieten. Und dann sind wir in die Vermarktung gegangen, weil dort ist auch ein riesen Need, also eine Wohnung, die leer ist, bringt uns nichts. Und dann sind wir in die Vermarktung, mit der ganzen Automatisierung. Und so sind wir Schritt für Schritt zum nächsten, für den digitalen Mietvertrag, Mieterportal, Kündigung und so weiter, einfach den ganzen Kreis abzudecken. Steht der Tropfen hüllt den Stein sozusagen. Ich möchte gerne mit einer Schlussfrage an euch enden. Und zwar gibt es ja, die Bewirtschaftung war lange oder ist lange Zeit ein Thema, das wie gesagt sehr wichtig, oder? Und trotzdem gab es viele Meldungen von Mieterseite, die nicht zufrieden waren. Was ist denn das schönste Erfolgserlebnis der letzten Zeit, das du machen konntest, Isan, aus deiner Sicht? Ja, das war die Waschmaschine, die ich schon mehrmals erwähnt habe. Und das ging ganze 4 Tage, bis das gesetzt worden ist. Vom Ticket, bis der Techniker vorbeikam und dann nachher, bis die neue Waschmaschine stand. Also, und da gab es null Interaktion, persönliche Interaktion mit der Wincasa oder mit der Firma. Also das war komplett digital. Digitalisierung, die funktioniert hat. Oliver, für dich das schönste Erlebnis, das größte Erfolgserlebnis in letzter Zeit, das ihr mit Wincasa machen durftet. Ja, ich habe diese Lieferantenplattform erwähnt. Ich glaube, das ist auch etwas, was unterschätzt wird, bis mal alle Nutzerinnen und Nutzer auf diesen Plattformen sind. Das ist knallharte Arbeit. Wir haben jetzt dort 4.000 Registrierungen und wir haben pro Tag 400 Interaktionsmeldungen. Also das funktioniert wirklich gut und das ist ein schönes Erfolgserlebnis. Schilber, abschließend aus deiner Sicht. Ja, also es freut mich sehr, wenn ich sehe, wie junge Familien, wie ältere Personen, Personen, die zum ersten Mal von daheim ausziehen, einen neuen Lebensabschnitt anfangen, dass Golden Key im Hintergrund dafür gesorgt hat, dass wirklich alles funktioniert hat. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch die Bewirtschaftung kann digital, die Bewirtschaftung kann digitalisiert werden. Wir haben es gehört, groß und klein, der Mieter sich, der Mieter ist zufrieden mit der digitalen Lösung. Ich glaube, die Türen sind offen und wir würden uns alle sehr freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder hier sind und wenn wir sehr viele Erfolgsgeschichten schreiben können. In diesem Sinne danke ich euch dreien für eure Ausführungen und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Herzlichen Dank. Danke.